Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Final Fantasy 15. Was gibt's denn heute Leckeres zu essen? Ich würde sagen, ach, wir haben nicht so viel zur Verfügung. Heute gibt's ja nur ein bisschen was Deftiges. Ja, wir sind hier in der wunderschönen Region von Duskay. Beim letzten Mal haben wir es hier uns ein wenig schwer gemacht, indem wir hier noch... Toast. Ich dachte Fleische, Mann. Naja, sah für mich wie Fleisch aus. Beim letzten Mal haben wir uns hier ein bisschen durchgeschlagen. Jetzt gibt es erstmal ordentlich Erfahrung. Zack, komm. Gib's mir. Zack, Level 14. Und Prompto kann nun auf Level 4 nun fotografieren. Gelades Level 3 überleben. Und neue Fotos haben wir. Ja, das sind all die schönen Personen. Bist du nicht so netten? Timing batschiri da se. Oh, das sieht schön aus. Blumen hier. So, das haben wir eigentlich beim letzten Mal erlebt. Irgendwie ist der so merkwürdig reinkommt. Ey, das ist ein gutes Foto, Mann. Wie hast du denn das geschafft, während der dich da anschaut, Mann? So, das gefällt mir auch. Das behalten wir auch. Und das reicht dann auch. Eigentlich habt ihr gesehen, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir haben hier neue Bekannte getroffen, für die wir Frösche suchen müssen. Haben einige Nebenquests angenommen, uns hier mit den imperialen Soldaten rumgeschlagen. Und unser Ziel ist es eigentlich hier, Iris zu treffen, die Schwester von Gladius. Aber es könnte noch eine Weile dauern. Denn wir haben hier einiges zu tun. Beim letzten Mal haben wir dann hier zwei Nebenquests hier schon im Endeffekt abgeschlossen. Und nun geht es erstmal hier zack, zu den Fröschen, die wir hier besiegen, die wir hier einfangen müssen. Das würde ich jetzt eigentlich als erstes gerne machen. Und eine Fischhütte befindet sich hier auch. So, ja, würde ich sagen, fischen wir mal. So, dann. Ja. Nocto! Was ist das? Ein Wanted-Schild. Ja, schön, dann kommen da halt Magitek. Ich muss es erstmal angeln. Kann mir nicht auflesen. Ich muss es erstmal angeln. So. Okay. Da. Sollen sie halt kommen, oder? Hey, du redest hier mit dem König des Fischens. Ich glaube. Okay, der ist jetzt eigentlich ziemlich klein. Das ist eigentlich eine ziemlich bemitleidenswerte Kreatur, die wir hier gefangen haben. So, deine Schnur hat an Haltbarkeit verloren und ist Anfänger am Reisen gewonnen. Behalte die Haltbarkeit morgen. Was? Wir haben. Kein Bock, Mann. Kann ich den Großen da auffangen? Erneut auswerfen. Ja, und Spule haben wir keine. Haben wir keine Schnur. Kann man da eine andere auswählen? Nein. Doch, wir können da neue. Aber das ist ja echt doof, Mann. Das haben sie jetzt, glaube ich, neu reingepatcht, Mann. Das war beim letzten Mal noch nicht so. Finde ich ehrlich gesagt nicht cool. Hey, ich muss mir hier mein Abendessen fangen, Mann. Ihr könnt ja auch mal ein bisschen hier freundlicher sein, meine Fische, Mann. Kann euch mal einer von euch anbeißen. So. So. Oh, das ist mal ein großer Mann. Den nehme ich doch gerne. So. Hey, das mit der Linie ist ja so ein Schmarrn. Davor war das jetzt echt immer eine halbwegs gute Aktivität, aber jetzt ist das echt nervig. So. Ist mir jetzt wurscht, Mann. Ich fange den jetzt. Nein! Nein. Scheißspiel. Kein Bock mehr auf Angeln, Mann. So, ich kämpfe jetzt gegen den großen Koloss da hinten, oder? Mama Show. Nein, an der Hütte kann ich verstehen, wieso da keiner wohnt, Mann. So, einen Fisch haben wir gefangen, das reicht mir schon. Wir haben hier eigentlich noch eine Nebenquest, die ich eigentlich auch gerne angehen würde. Und zwar müssen wir hier ein paar Frösche fangen.
So. Aufgaben. Hier. Genau. Und hier ist auch eine Quest. Was ist denn bitte hier für eine Quest, Mann? Ah, da ist ja sogar jemand. Was macht denn der Typ hier? Beobachtet er diese Kolosse da? Es könnte ein wenig gefährlich werden. Naja. Erstmal will ich mir das Item hier holen. Ach, ich kann ja gar nicht ins Wasser rein, oder? Ja, das ist doof. So. Da ist wahrscheinlich irgendein Angler oder so. Oi. Kari nara basho o kaete kure. Chikaku de sawagareru to sakana ga nigeru. Anta, tsuri shiten no ka? O? Kyoumi an no ka yo? Ma na. Yoku tsuru shi. Nanda tsuribito ka yo? Hora, ii basho aru ze. Kochi koi. この辺じゃ見ねえ顔だが、始めたのは最近か。まあそんなとこ。そうか。俺はネイビス。釣りしながら世界中を旅するおっさんだ。なあ小僧、俺の挑戦を受けてみないか。挑戦？ここに住むクラッグ・バラマンディ。こいつを釣れたらいいもんをやる。どうだ？いいぜ。やってやる。<笑>いい返事だな。 Jetzt sind wir doch am selben Punkt, wo wir gerade eben geangelt haben, oder? Super. Gut, aber das ist mir jetzt wurscht. Ich mach das jetzt nochmal. Und einen Fisch fange ich. So. Komm, du willst ihn doch. Da er folgt, aber er will nicht anbeißen. Ja, dann halt nicht. Blöder Fisch, so. Aber da ist ein guter Ort, um es reinzuschmeißen, so. So, und jetzt? Genau, weil hier sind zwei Fische gleich. Komm. Na, der beißt wieder nicht an, der schaut nur so blöd. Die schauen manchmal einfach nur so blöd aus der Wäsche und machen nichts. So, komm, so jetzt. Hey, wenn das kein... Sei nicht so hier ruckartig, ich manage das schon, Mann. So. Auswerfen. Die wollen aber auch alle nicht, diese doofen Fische. So, schmeißen wir mal hier in die Mitte. Ich sehe, um ehrlich zu sein, keinen, aber egal. So, lassen wir mal ein bisschen baumeln. So. Angelspannung, Angelspannung, es ist immer Angelspannung. So. War das ein Meisterangler? Ich hätte was gesehen, ist erwartet. Nee. Das macht mich da fertig. Ey, 30 cm, Mann. Das wirst du nicht mehr in deinen Träumen erreichen, Mann. So. Eigentlich nicht, Mann. Ich kämpfe lieber, als blöde Fische zu fangen. So. Okay, das war ganz schlecht geworfen. Da. Der beißt aber nicht an. Sehe jetzt schon. Sage ja. Einfach, manchmal haben sie einfach gar keine Lust anzubeißen. Das kotzt an. Komm. Macht mich aggressiv, Mann. Komm. Beiß halt an. Ist böse, ich sehe sie hier nicht. Manchmal sieht man sie, manchmal aber gar nicht. Jetzt sehe ich zum Beispiel nichts. So, okay, das war schlecht. Sind eh alle Fische weg, Mann. Komm zu Papa. Komm, kleiner Fisch. Komm, da ist er.
Aber er will nicht, komm. Jetzt sagt er sich, nee, das wäre viel zu leicht so. Ja gut, dann... Ich will einen von diesen blauen Punkten haben. Bei den blauen Punkten, glaube ich, erwartet uns was Cooleres. Aber die tun halt wirklich gar nicht kommen. So? Da war er doch, Mann. Ihr habt ihn alle gesehen, Mann. Und dann ist er einfach weggegangen, Mann, der doofe Fisch. So. Kein Fisch will bei mir anbeißen. Oh, das hätte ich vielleicht mal einen und dann ziehe ich ein. Versuchen wir es nochmal. Also irgendwie mache ich doch was falsch, Mann. Schau dich an, der ist jetzt ist meine Route genau da, wo der Fisch ist. Und ich bekomme nicht mal das Signal, dass der anbeißt, also dass er irgendwie in der Nähe ist. So, komm. Er schaut sich aber an, aber er kommt nicht. Ja, jetzt haut er nämlich ab. Feigling. Ja, okay, kein Bock mehr. So, egal, wir haben zwei Fische gefangen, Mann. Das ist unnützes. So. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. So, fünf Rotfrösche fangen. Genau das wollte ich nämlich machen. So, bevor wir hier unsere ganze Zeit mit blöden Angeln hier verschwinden, gehen wir lieber dahin. Frösche fangen. Ist eigentlich auch nicht viel besser. Alter. Glaubt ihr, die können wir besiegen? Wartet mal. Lass mich mal kurz hier aus dem Kampfbildschirm raus. Dann speichere ich hier erstmal und dann ist mir es wurscht, ob ich sterbe oder nicht. So. Speichern, weil Level 27. Okay, wir haben schon Level 25er Gegner besiegt. Aber man will es ja nicht immer gleich übertreiben. So. Ich glaube, die macht uns fertig. Alter, einschlagen, Mann, Instant Down, Mann. Und wie soll ich so eine Attacke bitte ausweichen? So. So. Okay. Wir dürfen uns einfach nur nicht treffen lassen. Das ist der ganz einfache Trick. So, schön pariert. Gladius, 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 genau. So. Zack. Ich sehe nichts, Leute. So, okay. Schön pariert. Jetzt sind wir hinter ihr. Jetzt macht er wieder den Move. Klar, klar. Ist mir ja wurscht, weil jetzt kommt erstmal Gladium mit seinem Sturm wieder. Kriegen wir schon da, Mann. Ich müsste sie nur mal gescheit umschmeißen und dann mit der Königswaffe draufhauen. Zertrümmert, genau. Und jetzt. Ich hatte gar nicht die Königswaffe ausgerüstet. Jetzt, 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 jetzt. Bam und bam und bam. Wieso steckst du deine Hand in diese rein? Wenn du Kröten besiegst, fallen dir neue Rezepte ein. Ignis, ich glaube, ich habe deine Kochkünste überschätzt ein wenig. So, zertrümmert. So, eigentlich habe ich keine Lust auf euch, Mann. Ihr seid eh nur Level 4, Mann. Langsam werden wir doch hier geschaut. Oh, okay. Mami und Daddy. Bam! Äxte rocken einfach so sehr, Mann. So, Prompter, genau. Der Move, das ist der beste Kombi-Move, den wir haben, Mann. Schwing dich nach oben. Ah. Aua. So. So, das hat uns jetzt gerade gerettet, der Move, weil sonst wären wir von hinten angegriffen worden und wären wahrscheinlich gestorben. So. Zack, 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 zack. Und weg mit dir.
So, der ist down, oder? So, genau, und jetzt komm, Königswaffe rausholen. Ja, kein Problem eigentlich, aber ein bisschen Erfahrung nehme ich, die nehme ich gerne mit. So, jetzt muss ich aber erstmal meine Frösche suchen. Die stand mir nämlich im Weg hier bei meiner Froschsuche. Leider vor den Dingern habe ich Angst, aber irgendwann werden wir den besiegen. Ich bin ja gespannt. Final Fantasy 15 hat ja in vielen Trailern, in dem was wir gesehen haben, schon gezeigt, dass es dort große Gegner gibt. Und groß ist hier wirklich ein wenig, ja, eigentlich fast das falsche Wort, gigantisch trifft es eher. Da gab es, also die alleine sind schon riesig. Schaut euch mal die an, Mann, das ist ja allein schon ein Koloss. Dieser riesige Raben, den wir hier gesehen haben. Und was auch immer. Hier kommt ein geiles Musikstück gerade im Hintergrund wieder. Da macht die Froschsuche richtig Spaß. Oh Leute, man, die Musik, man, ich krieg Gänsehaut. So, ich wollte noch ein wenig über große Gegner sagen. Und besonders eindrucksvoll ist dieser Gegner. Wenn mich hier die Musik nicht allzu sehr fasziniert und ich hier schon wieder abgelenkt werde. Der Gegner aus diesem Tokyo Game Show Trailer, wo dieser Gegner gezeigt wird, der so riesig wie ein Berg ist. Und ich hoffe, man kann auch gegen den kämpfen. Ich weiß zwar nicht, wie man den besiegen soll, aber das ist ja dann ein anderes Problem. Einfach nur mal hingehen und sagen, Servus, ich bin der Max, ich kämpfe gegen dich, du Monstrum. Und dann schauen wir mal weiter. Hier ist aber nicht so viel los, um ehrlich zu sein. Jetzt ist die schöne Musik vorbei. Hätte man noch ein bisschen genießen sollen. Okay, dann hier. Hört auf, Geräusche zu machen. Das macht mich nervös. So, habe ich hier irgendwie so ein Move, mit dem ich vielleicht besser sehen kann. So, hier könnte noch einer sein. Auch nicht. Okay. Das auch nicht. Wir tun es jetzt ganz simpel einfach abgrasen. Danke. Ja, schön, und ich bekämpfe sie schon nicht. So. Den würde ich ja schon lieber bekämpfen. Den kleinen, süßen hier. Ja, okay. Jetzt wird es langsam ein bisschen tricky. Drei haben wir ja gefunden ohne größere Probleme. Ah, das ist meine. Da muss man echt ganz nah rangehen, und wirklich, damit die angezeigt werden. Er nimmt die einfach mit der Hand. Bäh. Krötenlecker, oder? Das erinnert mich an immer an die Sims-Folge, wo der Homer krötenabhängig war, wo er da immer diese Kröten geleckt hat. So, okay, was haben wir hier noch? Eine muss ich irgendwo hier noch befinden, ne? So, irgendwo hier. Ich dachte gerade, Prompto wäre eine Kröte. Ja, sieht schlecht aus, sieht sogar sehr schlecht aus. Oh, die Musik. Ah, okay. Leute, ich bin einfach mal leise. Und wir genießen kurz die Musik zu dieser Sucherei. Ah, Leute. Und damit haben wir endlich die letzte, die letzten blöde Kröte gefangen. So. Ah. Grab it, ja. Haben wir dich. Komm, steck ihn ein. Das war ziemlich hart, die hier zu fangen, muss ich immer ehrlich gesagt sagen. Und die Items kann ich hier nicht einsammeln, oder? Ja gut, dann machen wir das halt auf die altmodische Art und Weise hier. So, kommt. Ja, kommt. Ich habe irgendwie das Move noch gar nicht. So. So, komm, die Lanze rausholen jetzt. Ignis. Vernichte sie einfach alle. Bam, 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 bam. So, was wollte ich sagen? Ach ja, es war jetzt ein bisschen nervig, diese Kröten zu finden, ne? Aber glücklicherweise, hört man diese Krabben, wenn man genau hinhört. Und so konnte ich sie dann finden, ne? Ansonsten hätte ich das ehrlich gesagt nicht geschafft, Mann. Netter kleiner Effekt, so. Aber okay, geschafft ist geschafft.
Und die Ritter sind wir hier auch los. So, zum Regalia oder laufen wir gleich so durch? Ach komm. Schnell zum Regalia und dann cruisen wir wieder zurück. Ich will nicht, dass das Auto hier alleine rumsteht. Trau den imperialen Soldaten nicht. Ich habe das Gefühl, die sind eigentlich nur hinter uns her, weil sie unser Auto wollen. Mich würde es nicht wundern. So, jetzt haben wir ja die Ruf verschwingen. Gut, wenn wir das gemacht haben, danach werden wir was ganz Besonderes angehen. Dafür müssen wir dann dahinter reisen. Ich bin mir gespannt, wie das dann läuft. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Cooler Move. Alter! Ich bin genau in seinen Move rein. Ich bin genau in seinen Hüpfer reingegangen, Mann. Das war ja auch schlecht, Mann. Ja, komm, heiz mich halt nicht. Das war einfach gerade Pech, Mann. Okay, das... Ey, Leute, ich verstehe das nicht. Wieso kriegen meine Kameraden null Schaden ab, wenn der seine Attacken macht und ich krieg... Und ich sterbe. So, jetzt haben wir ihn immer mal down bekommen. So. So. Jetzt kommen auch noch hier die Soldaten, natürlich. So, Ignisse. Weil wir haben ja nicht schon genügend Probleme, gell? So. Geh auf die Kröte, Mann. Nein, geh halt nicht auf die Kröte. Doch, geh auf die Kröte, sehr geil. So, habt ihr... Seht ihr diesen Roll-Move, den er macht? So, okay, jetzt läuft's besser. Halbwegs. Aber jetzt macht er gleich seine Attacke wieder, genau. Alter, ich hab die 4X-Taste gedrückt. Und es hat niemanden interessiert. Und es hat sowas von niemanden interessiert. Ich bin mal kurz hier ein bisschen verstanden. So. Ich habe hier kein Leben mehr. Okay, dann ist das eh unwichtig. Gladius. Gladius, Gladius. Nein! Oh, ich wollte die Kröte nicht anvisieren. Verdammt, egal. So. Hauptsache, es haut ein paar Gegner um. So, zertrümmert. Erstmal um, so um die nervigen Gegner kümmern und dann wieder um die Kröte. Wo ist sie eigentlich? Da hinten. Okay. Alter! Du Dreckskröte! Ich konnte meinen Warp-Antrieb... Mein Warp-Antrieb, was rade ich da? Ich habe aber fünfmal meine Warp-Klasse gedrückt. Und er wollte einfach nicht warpen. Unbedingt Phönix-Federn kaufen, Mann. Unbedingt Phönix-Federn kaufen, Mann. Komm, auf die Kröte. Bitte mach auf die Kröte. Wir haben das doch vorher so gut hingeschafft, Mann. Aber da waren natürlich auch nicht diese ganzen scheiß Soldaten, Mann, die mich gelangweilt haben. So. So. Und pariert. Kann einer von euch Gladius wiederbeleben, bitte? Ah, wieso? Ah. Ich drück das. Ich wäre gerade so schön ausgewichen, Mann. Wäre Gladius Fähigkeit deaktiviert worden, aber die ging einfach nicht. So, okay. Okay. Ich verschanze mich hier hinter dem Baum. Jetzt macht er. Oh nein. Alter! Man kann diese Attacke nicht ausweichen! Alter, man kann dieser Attacke nicht ausweichen. Ich bin da 100 Meilen weg und sie trifft mich trotzdem. So. Ich bin schon wieder da, Mann. Ich glaub's nicht, Mann. Bitte kommt schon. Heiz mal hier ein bisschen schneller, Mann. Ah, oh, sie ist besiegt, Mann. Ja! Und es geht weiter, Mann. Wieso auch nicht, Mann? Ich habe ja genügend Leben, gell? Nur mindestens 5. Geht ja irgendein Baum in Deckung, genau. Erstmal leben wir da gerne, Mann. Drecksmagitech, Drecksmagitech, Drecksmagitech. Ihr macht euch Magitech schon nicht in Wald, weil das ist 6 Mann und jetzt noch weniger. So, leg los, Mann. Bam, bam, bam. Aber ich mache jetzt alle fertig, einfach aus Protest, Mann. So, keine Gnade mehr. Klar, das ist fast tot. Ich bin eh tot. Prompto ist nun ganz tot. Das Prompto ist für immer tot, schon, oder? Ich hoffe schon mal.
So. Wie kann es sein, dass ich eigentlich noch lebe, wenn Prompto tot ist, Mann? Ich möchte nicht in einer Welt ohne Prompto leben. Aber ihr werdet sicher nicht in einer Welt ohne Prompto leben. So, bam, bam, bam. Unbedingt den nächsten hinsuchen, Mann. Und jetzt komm. Oh, Leute. Harter Kampf. Ich gleich porte mich zur Regalia zurück, Mann. Der Weg zurück zur Regalia, Mann. Ey, wie schwer das jetzt war. Wir haben immer noch keine Magie, Mann. So. Blitzenergie nehme ich jetzt, Mann. Ich bin ja auch mal cool hier. So. Gut. Passt. Okay, es ist wieder komplett weg. Nein, ich verstehe das nicht mit den Zaubern. Wieso kann ich nicht einfach auswählen, den Zaubermann? So. 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 Ja, genau, das ist das, was ich will. Verlauf ablegen. Nein. Es ist ein Scheißdreck, dieses Ding, Mann. So, ich möchte eigentlich nicht alle 100 Blitzerpunkte einsetzen. Kann man nicht einfach mal hier so. So, irgendwie irgendwas machen. So, Mama Synthese. Hauptsache es geht. Hauptsache ich habe wieder Feuer. So, okay. Haben wir immer wieder ein paar Feuer. Chris, okay, ich habe es jetzt auch übrigens verstanden, wie es funktioniert. Das ist eigentlich ganz simpel, wenn man es mal verstanden hat. Man muss einfach hier hingehen, dann kann ich zum Beispiel jetzt hier alle meine Eiskristalle nehmen. Bleibt aber immer nur Eis, das ist langweilig. So. Und dann hat sie jetzt zum Beispiel hier Kraft 50. Und dann muss ich hier unten einfach auf Synthese gehen. Aber ich habe trotzdem nur 3 Kristalle und das ist nervig. Zwar die Stärke ändert sich, aber der Wert, also die Anzahl bleibt dieselbe. Und das ist ein bisschen doof. Also jetzt wurscht. Komm. Saugen wir die Energie ab, Mann. So, eine Lagerstelle. Oh, wie ich dich liebe, Lagerstelle. Du hast ein Auto, nimm mich mit. Irgendwelche schönen Gefilde. Okay, jetzt muss man auch was Gescheites essen. So. Genok, der sei nicht immer so schlecht gelaunt. Wichtigste, dass wir das irgendwie überlebt haben. 2 Phoenix-Feder müssen wir uns kaufen. Jetzt ist alles wurscht, Mann. Kostet mich 2000 und das ist aktuell saumäßig viel, aber egal. Wir haben die 5-Stunden-Marke überschritten. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nichts geleistet. Jetzt gibt es erstmal hier Krötenfleisch, oder? Oh, Leute, den haben wir uns. Nee, den heben wir uns auf, wenn irgendwas ganz Wichtiges kommt. So, jetzt gibt es erstmal ein lecker Ei. Oh! Im strömenden Regen hier in der Kälte raus. Geiler Ort. Talentstufe 2! Endlich! Kamis de Cousine. So, ja, das speichern wir. An Land gezogen, ja. So, gibt es ein Bild von uns, als wenn wir die Kröte aufnehmen? Das hätte ich sehr geil gefunden. So. Und dann haben wir es geschafft. Oh, das war echt ein anstrengender Tag. Aber jeder Tag muss sich irgendwas am Ende nähern. Beim nächsten Mal werden wir dann hier erstmal unsere ganzen Quests und so abgeben. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was uns dann beim nächsten Mal noch so erwartet. In der wunderschönen Welt von Final Fantasy 15. Endlich nicht World of Final Fantasy gesagt. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis dahin, haut rein auf Wiedersehen. Ciao.